Der Schweizer Motorradpilot Jason Dupasquier, der am Samstag bei einem Sturz im Moto3 Qualifying in Mugello gestürzt ist, ist seinen Verletzungen erlegen. Er ist in der Nacht auf Sonntag in einem Spital in Florenz operiert worden. Laut der Nachrichtenagentur ANSA erfolgt ein erster Eingriff im Bereich des Brustkorbs wegen einer Gefäßverletzung. Die Ärzte können den 19-Jährigen jedoch nicht mehr retten. Dupasquier hatte beim Beschleunigen nach einer Hochgeschwindigkeitskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und wurde am Boden liegend von einem nachfolgenden Motorrad getroffen. Er erlitt schwere Verletzungen an Kopf, Brust und Unterleib. Wie Dupasquiers Eltern begab sich auch Moto2-Pilot Tom Lüthi zum Spital. Der 34-Jährige kennt den 19-jährigen Piloten seit Jahren und stand ihm immer beratend zur Seite.